Heute möchte ich euch gern etwas zu meiner Kernkompetenz erzählen, die ich durch Agni vor ungefähr 2 Jahren bekommen habe. Sie heißt SomaFlow, der unendliche Strom der Glückseligkeit. Glückseligkeit ist etwas, das kennen wir alle eigentlich nur aus dem Himmel, aus unserem eigenen Ursprung, weil aus der Quelle der Glückseligkeit entsteht alles. Das heißt, die gesamte Schöpfung entsteht aus dieser Urquelle des Seins, der Glückseligkeit. Der Strom der Glückseligkeit erhält alle Schöpfung, alles wird durch sie genährt und alles kehrt wieder in diese Urquelle zurück. Das heißt, dieser unendliche Strom der Glückseligkeit ist etwas, der überall vorhanden ist und dass es möglich ist, diesen unendlichen Strom der Glückseligkeit auf die Erde zu bringen und sozusagen in jemanden hineinzugießen, ist etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Ich selber habe diese Glückseligkeit zum ersten Mal erlebt, als ich Sai Baba besucht habe, 1987. Da hat mich das so berührt, durch seine göttliche Präsenz, diese innere Glückseligkeit zu erleben. Weil das habe ich vorher noch an gar keinem anderen Platz oder in Begegnung mit anderen Wesen überhaupt erlebt. Und als Agni mir die Kernkompetenz sozusagen aus meinem Himmel in mich hineingegeben hat, war Sai Baba sehr präsent und ich habe gemerkt, dass ich noch mehr eins werde mit dieser göttlichen Energie. Und wir haben uns alle so sehr daran gewöhnt, dass wir sozusagen nicht mehr eins sind mit dieser Quelle allen Seins, durch viele, viele Erfahrungen in unseren Inkarnationen auf der Erde, dass diese Erkennung oder die Resonanz für Glückseligkeit eigentlich gar nicht mehr da war. Also nur so kleine, winzige Momente, wo Glückseligkeit erlebt wurde. Und mit dem SomaFlow ist es jetzt möglich, sozusagen, dass dieser Strom ganz stark in das eigene Energiesystem hineinkommen kann. Und wenn es das tut, dann bringt es sehr gravierende Veränderungen. Ich habe also verschiedene Methoden damit und eine Methode heißt Mindflashing. Und damit lässt sich sozusagen das eigene Denken so sehr verändern, dass es sich ausrichtet auf den unendlichen Strom der Glückseligkeit. Ja, Denken ist etwas, was ein ganz freier Strom ist, der uns zur Verfügung steht, was die meisten aber gar nicht so erfahren im Leben, weil Denken so sehr eingebunden ist in vorgegebene Strukturen. Es ist eher wie eingesperrt seid in eine Box im Kopf. Das heißt, mit dem Mindflashing ist es möglich, dass das Denken sich sozusagen einmal komplett resettet. Ja, das heißt, all das, was da an Begrenzungen drin war, an Glaubenssätzen und so weiter, wird durch diesen SomaFlow befreit und dann fängt sich das Denken an, wirklich auszurichten. Das ist etwas sehr Bahnbrechendes, also was ich gar nicht selber für möglich gehalten hätte, dass sowas geht. Ich habe also schon viele Erfahrungen damit gemacht von Klienten und Menschen um mich herum, die das erlebt haben und dass es hat sozusagen einen dauerhaften Effekt. Das heißt, wenn das einmal geschehen ist, dann kann sich das Denken immer wieder von alleine ausrichten und in dem Fluss mit drin sein. Und dadurch kommen natürlich ganz andere Inspirationen ins eigene Leben. Das ist aber nur ein Effekt, den der SomaFlow überhaupt haben kann. Ja, es gibt auch natürlich die großen Heilmöglichkeiten, weil durch diese Erfahrung von Getrenntsein hat das sehr viele Spuren und Risse im eigenen Organsystem, in den energetischen Höhlen dort hinterlassen oder auch das Gefühl, nicht eins zu sein, nicht ganz zu sein, erleben ja ganz viele. Das heißt, mit dem SomaFlow kann ich den ganz bewusst in alle Organe hineinfließen lassen. Ich kann dafür sorgen, dass sich neue Energiehüllen im gesamten Energiesystem ausformen. Und das verändert halt die eigene Präsenz, das eigene Sein, was wir als Wesen haben. Das heißt, alle Energiekörper bis hin zum physischen Körper können ganz neu genährt und in diesem freudigen, glückseligen Fluss sein.
Darüber hinaus habe ich auch die Möglichkeit, das als Segen zu verteilen, was ich manchmal mache. Das geht auch online. Auch die Einzelsitzungen gehen online. Und ja, es macht mir einfach eine unglaubliche Freude, diesen unendlichen Strom der Glückseligkeit zu verteilen. Irsa, die eine sehr begnadete Künstlerin ist, die hat mir dann das Mandala dafür gemalt. Das heißt, das ist das Summerflow-Mandala. Und das wirkt wie ein Meditationsbild. Das heißt, wenn das jemand bei sich hängen hat, also Kunstdrucke davon anfertigen lassen, dann geht es über das Anschauen in diesen unendlichen Strom der Glückseligkeit hinein. Und dann kann man sozusagen nach ein paar Minuten die Augen schließen und selber sich für diesen Strom öffnen. Also ganz, ganz schön, das damit zu machen. Ich habe auch Karten herstellen lassen damit. Ja, das ist also eine weitere Möglichkeit, mit Somaflow in Kontakt zu kommen. Dann kamen danach zwei Produkte, die ich hergestellt habe. Einmal die Somaflow Essenz und einmal das Somaflow Raum und Aura Spray. Die helfen dabei, dass sie Resonanzen in unserem Körper und in unserer Aura wecken, für diesen Glückseligkeitsstrom und den Glückseligkeitszustand, sodass immer mehr von dem eigenen unsterblichen Licht in einem freudigen, glückseligen Fluss bei einem ankommen kann und das eigene Leben davon sozusagen mit genährt und gestaltet wird. So, wenn immer jemand wirklich diese innere Sehnsucht verspürt, in Kontakt zu kommen mit dieser Urquelle der Schöpfung und dem Fluss der Glückseligkeit, könnt ihr euch gerne melden. Also ich mache, wie gesagt, die Einzelsitzung dazu oder biete das als Segen an. Oder ihr könnt euch die Somaflow-Produkte bestellen über unseren Online-Shop. Und ich bin sozusagen sehr glücklich, dass ich das mit allen, die das möchten, teilen kann.